Herzlich willkommen zum Sommertalk vom Grünen Netzwerk Grundeinkommen. Heute mit dem Thema Garantiesicherung, Irrweg oder Weg zum Grundeinkommen. Das Gespräch führe ich heute mit Wolfgang Strengmann-Kuhn als Vertreter der Grünen Bundestagsfraktion, die kürzlich einen Vorschlag zur Garantiesicherung ins Gespräch gebracht hat. Die Veranstaltungsreihe Grundeinkommen Sommertalk hat in den letzten 2 Wochen jeden Abend stattgefunden und morgen wird sie abgeschlossen mit dem Thema Inklusion. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Aspekten des Grundeinkommens und der Hintergrund der Veranstaltungsreihe ist der aktuelle Beteiligungsprozess zum neuen grünen Grundsatzprogramm. Da haben alle grünen Mitglieder noch bis morgen die Chance, Änderungsvorschläge an den Bundesvorstand einzureichen. Wir als grünes Netzwerk haben eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen im Sinne des Grundeinkommens vorbereitet. Einige davon haben das Quorum auch schon erreicht. Und wir laden euch aber trotzdem herzlich dazu ein, die weiterhin noch zu unterstützen und auch noch weitere Vorschläge über das Quorum zu bringen. Eine Liste mit allen Links haben wir auf unserer Webseite. Und für alle, die sich in der Veranstaltung heute angemeldet haben, werden wir auch den Link gleich nochmal teilen. Ich bin Bauke Dobberstein, Koordinatorin im Grünen Netzwerk Grundeinkommen und seit langem aktiv für das Grundeinkommen unterwegs, unter anderem mit meinem Blog zu dem Thema. Im sonstigen Leben bin ich Mutter und ärztliche Psychotherapeutin. Mit großem Interesse habe ich den Grundsatzprogrammprozess in den letzten 2,5 Jahren bei den Grünen verfolgt und insbesondere den Debattenbeitrag von Robert Habeck zur Garantiesicherung zur Kenntnis genommen. Kurz danach hat auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen ein Papier dazu beschlossen, was ähnlich klingt, und nun vor ein paar Wochen auch die Bundestagsfraktion. Deswegen freue ich mich, heute mit Wolfgang Strengmann-Kuhn als Gesprächspartner darüber zu diskutieren, ob das ein Weg in Richtung Grundeinkommen sein kann. Er kann uns Einblick in das Konzept geben und als Bundestagsabgeordneter und Sprecher für Arbeitsmarktpolitik auch über die Debatte innerhalb der Fraktion berichten. Wolfgang ist seit Jahrzehnten mit der Idee des Grundeinkommens vertraut, nicht zuletzt durch seine wissenschaftliche Arbeit zum Bürgergeld von Dieter Althaus bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er setzt sich seit langem innerhalb der Grünen Partei dafür ein und hat das grüne Netzwerk Grundeinkommen maßgeblich mitgeprägt. Wie gesagt, im November 2018 hat Robert Habeck den Begriff Garantiesicherung in die Debatte gebracht. In seinem Beitrag steht grundsätzliche Ausrichtung von Anreiz statt Strafe im Mittelpunkt. Er möchte die bisherige Grundsicherung sanktionsfrei gestalten, die Bedürftigkeitsprüfungen vereinfachen und in einer Behörde zusammenfassen, zum Beispiel mit der Entwicklung in Richtung negative Einkommensteuer, und die Zuverdienste erleichtern, indem Transferentzugsraten auf 70% reduziert werden. Einen ähnlichen Ansatz hat auch die BAG Wirtschaft und Finanzen verfolgt und sich dabei auch intensiv mit den Kosten beschäftigt, die mit einer Erhöhung der Hartz-IV-Sätze und mit einer Senkung der Transferentzugsraten einhergehen würden. Damit komme ich zu meiner ersten Frage an Wolfgang. Magst du uns einmal das Konzept der Garantiesicherung, das im Moment vorliegt, erläutern und auch die Unterschiede zum Grundeinkommen deutlich machen? Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich glaube, dass das ein ganz spannender Vorschlag ist mit viel Potenzial, aber wir sind damit der Debatte noch nicht am Ende. Und ich glaube, dass auch die Diskussion beim Parteitag da eine wichtige Rolle spielen wird zum Grundsatzprogramm, in welche Richtung sich das bewegt, aber da vielleicht später nochmal in der Diskussion mehr dazu. Ich würde gerne ein kleines bisschen ausholen und nochmal die grundlegenden Unterschiede zwischen Grundsicherung und Grundeinkommen deutlich machen und dann einordnen, wo befindet sich die Garantiesicherung eigentlich bei dieser Einordnung. Ich verwende dazu immer gerne das Beispiel eines Kuchens, der verteilt werden soll. Und da wird es dann in der jetzigen Verteilung von Gütern und Einkommen bei uns in der Gesellschaft so laufen, wenn jemand mit einem Kuchen in einen Raum kommt und das soll unter uns verteilt werden. Wir sind jetzt leider nicht in einem Raum und können nicht den Kuchen verteilen. Aber stellt euch das mal vor, da wird jetzt so ein Kuchen reinkommen. Dann würden erstmal alle aufspringen, auf diesen Kuchen stürzen und gucken, ein möglichst großes Stück von diesem Kuchen zu kriegen. Da werden dann die Ellbogen ausgefahren. Es gibt aber auch Regeln. Es gibt ja Gewerkschaften. Wir sind ja keine freie Marktwirtschaft, sondern eine soziale Marktwirtschaft.
Und dann würden sich dann alle hinsetzen mit dem, was sie von dem Kuchen gekriegt haben. Manche haben ein großes Stück, manche haben ein kleines Stück, manche haben ein noch kleineres Stückchen, manche haben auch gar nichts. Und dann kommt der Sozialstaat und verteilt um. Und das ist dann die Grundsicherung, weil es soll ja jeder Kuchen kriegen. Das sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht. Es gibt ein Recht sogar auf das Existenzminimum. Und dann guckt der Staat also, wer hat ein großes Stück und versucht von dem großen Stück den Leuten, die nichts abgekriegt haben oder wenig abgekriegt haben, was abzugeben. Und dann gibt es aber schon die üblichen Debatten. Also dann wird diskutiert, ja, haben sich diejenigen, die kein Stück haben oder nur ein kleines, denn ordentlich angestrengt? Oder wieso muss ich denn was abgegeben? Das war so anstrengend, das Stück zu kriegen. Da gibt es doch irgendwie noch eine Freundin oder einen Freund, der auch was abgeben kann. Und die ganzen Debatten kennen wir. Und am Ende gibt es Leute, die haben einfach zu wenig. Das Grundeinkommen funktioniert ganz anders. Und damit wird deutlich, dass da nicht nur ein neues Konzept von Grundsicherung hintersteht, sondern eigentlich ein anderes Gesellschaftskonzept. Und das ist natürlich jetzt gerade für das Grundsatzprogramm wichtig, weil wir diskutieren ja, was wollen die Grünen für eine Gesellschaft haben. Beim Grundeinkommen wäre es so, dass wir alle sitzen bleiben und der Staat sozusagen den Kuchen nimmt und einen Teil, die Hälfte zum Beispiel, in vielen Überlegungen zum Grundeinkommen, könnte aber auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Und dieser Teil wird pro Kopf erstmal verteilt. Und dann hat jeder erstmal ein Stück Kuchen vor sich. Jeder hat das Minimum vor sich und dann kann man auf der Basis des Stücks Kuchen, was man hat, gucken, was macht man mit der anderen Hälfte. Dann kann es verteilt werden nach Leistung, wer hat sich besonders angestrengt beim Backen oder nach Bedarf, wer hat besonders großen Hunger und Ähnliches kann man den Rest des Kuchens verteilen. Also ihr seht, Sie sehen, das ist eine ganz andere Idee von Gesellschaft. So, jetzt die Garantiesicherung. Der Grundgedanke bei der Garantiesicherung bleibt eigentlich in dem System der Grundsicherung. Also nicht wie das Grundeinkommen, jeder kriegt ein Stück Kuchen, sondern es soll so sein, die Garantiesicherung sollen auch nur diejenigen bekommen, die ein geringes Einkommen oder in manchen Varianten geringes Vermögen haben. Das heißt also, es bleibt in der Logik der Grundsicherung, es übernimmt aber eine ganze Menge von Ideen des Grundeinkommens und deswegen steht in dem Papier auch, es könnte eine Brücke schlagen zwischen Grundsicherung und Grundeinkommen. Und dieses Brückenpotenzial sehe ich durchaus auch. Wir sind aber noch nicht so weit, dass diese Brücke wirklich stabil ist. Da braucht es noch ein paar Diskussionen und da werden wir ein paar zentrale Punkte gleich auch noch diskutieren. Ich will vielleicht aus dem Papier von Robert Habeck nochmal zitieren. Da ist an einer Stelle sind die zentralen Punkte aufgeschrieben. Da gibt es eine Überschrift, die zentralen Elemente eines neuen Garantiesystems sind. Und dann kommen mehrere Punkte. Die Höhe der Garantiesicherung muss existenzsichernd sein. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Unabhängig vom Grundeinkommen oder Grundsicherung ist aber ja auch ein zentrales Kriterium eines Grundeinkommens. Der Zuverdienst wird attraktiver, damit Menschen von ihrer Arbeit wirklich profitieren. Auch das ist ein Element des Grundeinkommens, im Gegensatz zur Grundsicherung, wo ja das Einkommen immer vollständig angerechnet wird und zusätzliche Arbeit nicht wirklich zu einem höheren Einkommen führt. Dann steht, das Schonvermögen wird deutlich angehoben. Da würden Grundeinkommensbefürworter sagen, nee, Schonvermögen gar nicht, sondern keine Vermögensprüfung, jeder soll es kriegen. Und dann kommt der Punkt, der problematisch ist, über den wir dann gleich nochmal diskutieren werden. Die Zahlungen erfolgen bedingungslos, soweit so gut. Also ohne, dass man sagt, man muss eine Gegenleistung leisten, aber bedarfsgeprüft. Und das wird dann auch eine wichtige Frage sein, was heißt denn das, bedarfsgeprüft? Und dann kommen noch zwei Punkte, Bündelung aller existenzsicheren Leistungen. Auch das geht in Richtung Grundeinkommen. Und dann kommt gar nicht als Punkt unter der Unterüberschrift, sondern als nächste Überschrift. Und der ist meines Erachtens ganz zentral. Jeder, der einen Anspruch hat, muss ihn auch erhalten. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir uns auf den einigen könnten, dann könnte das wirklich eine Brücke heißen. Aber wenn da steht, bedarfsgeprüft, heißt das dann überhaupt, dass es alle bekommen?
Also wenn es die Bedürftigkeitsprüfung so ist, wie typischerweise bei der Grundsicherung, dann bekommen es eben nicht alle, sondern nur diejenigen, die zu einem Amt gehen, sich da als bedürftig erklären, dann gibt es diese Bedürftigkeitsprüfung, ganz bürokratisch. Und in Deutschland ist es so, dass ungefähr die Hälfte, die einen Anspruch hat, mindestens, die Schätzungen gehen aber dahin, dass es ungefähr die Hälfte ist, das nicht beantragen. Bei Erwerbstätigen ist das noch mehr, da ist es nur ein Drittel und bei Älteren ist es auch ganz wenig. Und das ist sicherlich ein Punkt und da ist die Frage, wie das mit der Bedarfsprüfung tatsächlich gemeint ist. Wenn es einkommensabhängig wäre, könnte man drüber reden und Robert Habeck deutet das in seinem Papier auch an. Er sagt, eine Möglichkeit wäre Integration ins Steuersystem Richtung negative Einkommensteuer. Da haben wir ja auch schon vor ein paar Tagen mehrfach drüber geredet. Das könnte auch so eine Brücke sein. Eine negative Einkommensteuer ist auch kein richtiges Grundeinkommen, zumindest nicht jede Form einer negativen Einkommensteuer, aber es könnte eine automatische Auszahlung zumindest für Erwerbstätige, vielleicht sogar für alle bedeuten. Und das ist wichtig, weil wenn wir, da komme ich dann nochmal auf die ersten beiden Punkte. Wenn wir sagen, es soll existenzsichernd sein, das heißt, das Niveau muss deutlich mehr sein als heute. Wenn man aber das Niveau anhebt, dann hat man auch mehr Leute in dem System drin, die dann eine Bedürftigkeitsprüfung machen müssen, um die Leistungen zu kriegen. Und dann wird noch gesagt, das Ziel teilen wir ja, wer mehr Einkommen hat, soll auch mehr bekommen. Also in dem jetzigen System die sogenannten Zuverdienstmöglichkeiten. Das heißt aber auch, es sind noch mehr Menschen in dem System drin. Und wir haben jetzt schon 8 Millionen Menschen, die Grundsicherungsleistungen beziehen. Wenn man die verdeckt Armen da noch zurechnet, dann ist das schon nach den Schätzungen das Doppelte. Wenn man dann die Leistungen erhöht, noch mal mehr. Und wenn man dann die Zuverdienstmöglichkeiten noch mal erhöht, dann haben wir auf einmal ganz viele Menschen, großen Teil der Bevölkerung, die in so einem bedürftigkeitsgeprüften System sind. Und das kann nicht sein. Sondern wir müssen, wenn wir wirklich die Ziele ernst nehmen, und darauf, da hat das Potenzial, dass wir uns darauf einigen können, dann brauchen wir auch einen echten Systemwechsel. Am einfachsten wäre das Grundeinkommen. Aber wenn man die Grundgarantiesicherung so ausgestalten würde, dass es mit automatischer Auszahlung zumindest für große Bevölkerungsgruppen einhergeht, dann könnte es tatsächlich eine Brücke sein. Und Teile haben wir schon in der Programmatik drin bei den Grünen. Die Kindergrundsicherung soll automatisch ausgezahlt werden. Die Garantierente soll automatisch ausgezahlt werden. Und dann müsste man jetzt an die Gruppe dazwischen, so zwischen Kindern und Alten im erwachsenen erwerbsfähigen Alter auch noch dran und da auch drüber nachdenken, wie kriegt man da eine automatische Auszahlung ohne echte Bedürftigkeitsprüfung hin. Und dann könnte aus der Garantiesicherung tatsächlich eine Brücke werden zwischen Grundsicherung und Grundeinkommen. Jenseits dessen wird es auch weiter die Debatte über das Grundeinkommen geben, weil das, was ich vorhin mit dem Kuchen beschrieben habe, ist dann nochmal eine gesellschaftliche Vorstellung, die darüber hinaus geht, wo es dann unterschiedliche Vorstellungen gibt, ob es wirklich an alle gehen soll oder nicht an alle. Aber die Debatte, wie wird die Garantiesicherung ausgestaltet und ist es eine Sackgasse, wenn man nur Sanktionen abschafft und den Regelsatz erhöht oder ist es tatsächlich was Neues, was wirklich Hartz IV überwinden kann? Das ist die zentrale Debatte, die wir bei den Grünen im Moment führen. Vielen Dank, Wolfgang, für diesen wunderbaren Einblick erstmal in das Konzept und die schon auch recht ausführliche Beschreibung der Knackpunkte. Ich denke, man muss an der Stelle nochmal zwei verschiedene Gruppen unterscheiden. Das sind die, die im Moment berechtigt wären, Leistungen zu bekommen und aber aufgrund der Bürokratie, aufgrund der Hürden, die eingebaut werden, diese nicht in Anspruch nehmen. Und dann gibt es aber auch noch die Gruppe der Menschen, die auch in dem heutigen System einfach nicht berechtigt sind, Leistungen zu bekommen, obwohl sie bedürftig sind, die quasi richtig klassisch durchs Raster fallen, obwohl sie vielleicht bereit wären, die Bürokratie auf sich zu nehmen. Mit einer guten durchgeführten Bedürftigkeitsprüfung, wo wir wirklich schaffen, allen Leuten, die zumindest berechtigt sind, also den Teil der verdeckten Armut zu beheben, die Leute, die berechtigt sind, zu erfassen. Wie kann man sich das vorstellen? Also dann müsste ja im Grunde der Sozialstaat hingehen und jeden fragen, könnte das sein, dass du vielleicht zu wenig hast?
magst du uns mal dein Einkommen offenlegen? Magst du uns mal alle deine Vermögensverhältnisse offenlegen? Und dann prüfen wir für dich, ob du vielleicht die ein oder andere Zulage kriegen kannst. Also im Moment, auch gerade in dieser Vielzahl von Zulagen, haben wir die Situation, dass ganz, ganz viele Erwerbstätige gar nicht wissen, dass sie Anrecht auf diese oder jene Leistung haben und auch da schon dann eigentlich jedes Mal was verloren geht, auf das sie eigentlich formal ein Anrecht hätten. Also ich denke da zum Beispiel an den Kinderzuschlag. Kaum jemand kennt diese Leistung. Für ganz viele, die darauf Anspruch hätten, fällt die einfach weg, weil sie nicht mal davon wissen. Wenn wir jetzt das zusammenlegen wollen, ich denke, das ist das Ziel von dem Vorschlag auch von Robert Habeck gewesen, und das zu vereinfachen, dann kann man das zu einem gewissen Teil erfüllen. Wenn wir das erfüllen und damit die verdeckte Armut reduzieren, dann wird aber die Gruppe deutlich größer. Du hast es eben schon angesprochen. Und mir ist da neulich auch nochmal aufgefallen, was das eigentlich heißt bei einer Debatte um den Mindestlohn. Denn da wurde gesagt, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht würde, was ja eine Forderung ist, die wir als Grüne auch haben, dann würde das 30% der Beschäftigten betreffen. Das ist nicht wenig. Das ist ein Drittel der Erwerbstätigen, die durch einen Mindestlohn von 12 Euro eine Lohnsteigerung erfahren würden. Das heißt aber auch, wenn wir die Grundeinkommenshöhe oder die Grundsicherungshöhe oder die Garantiesicherungshöhe auf ein Niveau anheben, das einem Mindestlohn von 12 Euro für einen Alleinstehenden entspricht, dann haben wir 30% der heute Erwerbstätigen in diesem Grundsicherungssystem. Und das ist dann etwas, wo wir natürlich eine gewaltige soziale Frage im Grunde im Raum stehen haben. Wir haben dann die Erwerbslosen, wir haben die Armen im Alter, wir haben die Kinder, die im Moment alle grundsicherungsbedürftig sind, und ein Drittel der Erwerbstätigen in diesem System. Und dann fragt sich eigentlich, warum denn dann nicht für alle? Wäre das nicht viel, viel einfacher? Weil wenn wir alle diese Gruppen, die ich eben aufgezählt habe, prüfen müssen und bürokratisch bearbeiten müssen, und ich habe jetzt gerade mal wieder den Antrag für einen Kindergarten, da muss man dann irgendwie 5 Seiten ausfüllen, um sein Einkommen darzulegen, und das soll jetzt jeder machen, bitte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben das in der letzten Woche ja auch schon, ich glaube Thomas Poreski hatte das so ein bisschen knackig auf den Punkt gebracht, das würde eigentlich das System sprengen. Das heißt, meine Frage ist, diese Garantiesicherung mit der Bedürftigkeitsprüfung, geht das überhaupt? Oder würde das nicht eigentlich zwingend einen nächsten Schritt nach sich ziehen? Und welcher müsste das sein? Vielleicht noch gerade zwei Anmerkungen, bevor ich auf die letzte Frage eingehe, weil du es angesprochen hast. Es gibt jetzt Leute, die fallen durch das Netz komplett durch, weil sie keinen Anspruch haben. Das sollte bei der Garantiesicherung nicht der Fall sein. Also das ist klar auch formuliert, aber diesen Anspruch muss man auch deutlich machen, dass jeder einen Anspruch hat, bedingungslos, und tatsächlich jeder Mensch, der hier lebt, maximal abhängig von Einkommen und Vermögen. Und die Einkommensprüfung wäre dann halt ein Punkt. Aber zu dem Punkt, Leuten, die durchfallen, gehören zum Beispiel Studierende. Also wenn man keinen BAföG-Anspruch entweder von vornherein nicht hat, weil da die Regeln etwas anders sind als bei der Grundsicherung, oder weil man die Regelstudienzeit und die Zeit überschritten hat, in der man BAföG kriegt, dann hat man auch keinen Anspruch auf Grundsicherung und fällt komplett durch, weil geht ja nicht, dass jemand einfach länger studiert und sich weiterbildet, sondern die Leute sollen ja flott da durchgehen, und dann gilt das Menschenrecht auf Einkommen halt eben dann nicht. Und eine weitere Gruppe sind Mütter und Väter, die nicht nur kleine Kinder haben, da gibt es eine Ausnahme, sondern größere Kinder haben und sagen, nö, ich will mich jetzt voll um meine Kinder kümmern und nicht erwerbstätig sein. Die können auch keine Grundsicherung kriegen, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Also das sind so zwei Punkte, die definitiv überwunden gehören. Und das würde mit der Garantiesicherung tatsächlich gehen, aber das muss man auch deutlich und klar sagen. Und das, was du gesagt hast mit den unterschiedlichen Leistungen, auch das ist ja
ein positiver Punkt bei der Garantiesicherung, wenn man sagt, wir machen eine Grundsicherungsleistung für alle und nicht diese Vielzahl von Leistungen mit unerwünschten Nebenwirkungen, die das dann auch haben kann. So, aber dann ist der zentrale Punkt mit Bedürftigkeitsprüfung. Ja, da fallen halt viele Leute durch, obwohl sie einen Anspruch haben. Insbesondere gerade Erwerbstätige. Und deswegen müssen wir von diesem Prinzip der Bedürftigkeitsprüfung weg. Bedürftigkeitsprüfung hat immer drei Nachteile. Das eine ist die verdeckte Armut, die es immer gibt. Es gibt immer irgendwelche Leute, die es nicht beantragen. Der zweite Punkt ist, es ist immer stigmatisierend. Man muss immer sagen, bitte, bitte, ich brauche Hilfe, ich bin bedürftig. Und das auch bei Vollzeiterwerbstätigen oder Leute, die Teilzeiterwerbstätig sind, aber nebenbei andere Tätigkeiten machen. Aber ich finde es auch für Leute, die jetzt überhaupt als Mensch schwierig zu sagen, bitte, bitte, lieber Staat, gib mir was, wenn es eigentlich um ein Grundrecht geht. Das heißt, es ist immer stigmatisierend. Und der dritte Punkt ist, Grundsicherung ist immer nach der Logik, man bekommt es nur, wenn man es wirklich braucht. Das heißt, alle Einkommen werden angerechnet. Und aus der Logik muss man auch rauskommen. Das heißt, wir brauchen nur automatische Auszahlung. Und das Einfachste wäre Grundeinkommen. Man zahlt einfach an alle, einkommensunabhängig aus. Und ich bin da ja habe da große Sympathien auch für Überlegungen, ein partielles Grundeinkommen zu machen. Also zum Beispiel den Regelsatz als Grundeinkommen einfach einkommensabhängig, unabhängig auszuzahlen. Also den jetzigen Steuerfreibetrag, den ich ja als gut verdienender Bundestagsabgeordneter auch in Anspruch nehmen kann, dass der in ein Grundeinkommen umgewandelt wird. Und so eine ähnliche Logik haben wir schon bei der Kindergrundsicherung. Da sagen wir nämlich, der Kinderfreibetrag soll umgewandelt werden in einen Auszahlbetrag. Und das ist dann ein Betrag, der an alle ausgezahlt wird in gleicher Höhe. Der ist für die Menschen mit geringem Einkommen noch nicht existenzsichernd. Und da haben wir uns in der Bundestagsfraktion lange Überlegungen gemacht, wie kriegen wir das hin, dass nicht wie bei diesem Kinderzuschlag, den nur weniger als ein Drittel, wahrscheinlich sogar noch viel weniger in Anspruch nehmen, die einen Anspruch drauf haben. Wie kriegen wir das hin, dass das automatisch ausgezahlt wird, damit diese Leistung zumindest bei den Kindern ankommt? Und da haben wir eine Idee gehabt und da gibt es auch ein Modellprojekt in Bremen dazu. Das heißt, hat den schönen Namen ELFE. Einheitliche Leistung für Familien oder so ähnlich ist das ausgeschrieben. Und wir sagen, wenn man das Kindergeld beantragt, dann macht man ein Häkchen dran und sagt, die Familienkasse darf beim Finanzamt das Einkommen abfragen. Und dann findet eine automatische Einkommensprüfung von der Familienkasse mit dem Finanzamt statt. Damit haben die Leute dann gar nichts zu tun. Und wenn das Einkommen gering ist, kriegt man dann den entsprechenden Zuschlag obendrauf. Das wäre eine Möglichkeit, wie man ohne Grundeinkommen so eine automatische Auszahlung bekommt. Das ist im Prinzip auch schon in der Logik der negativen Einkommensteuer. Die Bundesregierung versucht das jetzt ja gerade mit der Grundrente auch so ähnlich. Das ist ein Aspekt, den ich bei der Grundrente durchaus sympathisch finde. Viele andere sind da eher schwierig, aber da ist es auch so, die Rentenversicherung soll überprüfen, gibt es da ein geringes Einkommen. Bei der Rente würde ich kein Einkommen prüfen, weil es ist eine Sozialversicherungsleistung. Aber sozusagen diese Logik, Sozialleistungen mit dem Finanzamt zu koppeln, ist da sozusagen auch enthalten. Das könnten also solche Brücken sein zwischen Grundsicherung und Grundeinkommen. Aber es einkommensunabhängig an alle auszuzahlen, wäre das Einfachere. Ja, schönes Beispiel, gerade auch mit der Grundrente. Da sehen wir aber natürlich auch, dass es gar nicht so einfach ist, Sozialleistungen und Finanzamt unter einen Hut zu bringen, weil diese beiden Behörden doch eigentlich auch sehr unterschiedlich denken, sehr unterschiedliche Begriffe verwenden und auch in sehr unterschiedlichen Zeiträumen denken. Vor allem die einen im Hier und Jetzt und im Monat und die anderen im, was war eigentlich vor 2 Jahren im Jahr. Und das zueinander zu bringen, na gut, das werden wir jetzt schon an der Grundrente sehen und vielleicht dafür auch das eine oder andere lernen können für die Grundeinkommensdebatte. Finde ich persönlich sehr spannend. Wenn wir nochmal kurz jetzt auch wieder aufs Grundsatzprogramm gucken und nochmal
uns erinnern, was stand in dem bisherigen Grundsatzprogramm drin. Da stand was von Teilhabe, Gerechtigkeit, da war auch der Arbeitsbegriff sehr weit gefasst. Wenn wir uns den aktuellen Entwurf im Grundsatzprogramm angucken, dann könnte man ein bisschen enttäuscht sein. Da steht auf einmal Bedarfsgerechtigkeit und auch der Arbeitsbegriff wird sehr auf die Erwerbsarbeit konzentriert. Wenn wir also nur die Programmhistorie angucken, könnte man das als einen Rückschritt betrachten. Faktisch gesehen besteht eine Partei aber natürlich nicht nur aus einem Programm, sondern auch aus der Politik, die sie macht. Und da ist in den letzten 20 Jahren ja die Agenda 2010 mit beschlossen worden. Und davon hat man sich natürlich deutlich distanziert und auch positiv entwickelt, obwohl man nicht so viele Köpfe hat rollen lassen wie in der SPD zum Beispiel, hat man sich inzwischen eben zu einer Sanktionsfreiheit geeinigt und etliche Anträge im Bundestag in die Richtung eingebracht und jetzt eben auch den neuerlichen Vorstoß, eine deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze von der Bundestagsfraktion zu gehen. Auch bei aller Kritik, die ich an der Garantiesicherung habe, muss man ja auf jeden Fall festhalten, es wäre eine großartige Verbesserung für alle Betroffenen, wenn diese Vorschläge durchkommen würden. Meine Frage wäre jetzt auch an die Zuschauer. Vielleicht kann Daniel gleich mal die Zuschauerfrage einspielen. Wo seht ihr das eigentlich? Wenn es jetzt darum gehen würde und wir entscheiden müssten, wollen wir Sanktionsfreiheit und höhere Regelsätze, damit es erstmal den heute schon Betroffenen deutlich besser geht? Oder sagen wir, es muss vor allem die Bedürftigkeitsprüfung weg, die verdeckte Armut ist das Hauptproblem und es muss eine Leistung geben, die an alle geht und sei es auch ein partielles Grundeinkommen, wie Wolfgang es eben angesprochen hat, oder als dritte Antwortmöglichkeit keine halben Sachen, Grundeinkommen, ganz komplett mit allem, was dazugehört. Da möchte ich euch bitten, euch mal zu positionieren, damit wir auch gucken können, in welche Richtung die Debatte geht. Denn es geht natürlich nicht nur um die Frage, was wollen wir hier, sondern auch, was ist dann politisch umsetzbar, innerparteilich, gesellschaftlich. Und dann können wir da nochmal gemeinsam drauf eingehen. Vielleicht kannst du die Gelegenheit nutzen und uns nochmal ein bisschen erhellen, was das angeht. Was waren denn jetzt eigentlich die strittigen Punkte innerhalb der Fraktion? Wo gibt es schon einen weitgehenden Konsens und wo gehen die Meinungen noch sehr weit auseinander? Also ich fange mal mit dem Konsens an und den findet man dann ja auch in dem Beschluss, den wir vor kurzem gefasst haben. Du hast es ja auch schon gesagt, die Sanktionsfreiheit haben wir vor einigen Jahren schon mal auf einem Parteitag mit relativ großer Mehrheit beschlossen, dass wir sagen, jeder soll einen Anspruch auf die Grundsicherung bekommen. Dann waren wir uns auch immer einig, die Regelsätze müssen erhöht werden und haben da jetzt in diesem Jahr ein Gutachten machen lassen, wo wir mal ausrechnen haben lassen, wie hoch müssten denn die Regelsätze sein, haben da eine neue Methode tatsächlich entwickelt, die etwas klarer ist als das die jetzige komplizierte Berechnung und haben festgestellt, die Regelsätze sind wirklich erheblich, erheblich zu gering. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Eigentlich müssten sie 170 Euro höher sein. 170 Euro. Das werden wir nur schrittweise hinkriegen. Aber das zeigt, wie groß da die Lücke ist und wo wir uns auch einig sind, so eine bessere Grundsicherung, Garantiesicherung oder auch ein Grundeinkommen. Die Grundeinkommensbefürworterin bei den Grünen sagen das immer, das muss eingebettet sein in ein Gesamtkonzept mit Arbeitsmarktpolitik, mit Arbeitsförderung, mit einem höheren Mindestlohn, mit Infrastrukturförderung. Und auch das machen wir in diesem Positionspapier klar. Wo wir jetzt noch dran sind, das ist in dem Papier angedeutet, ist, wir arbeiten dran, wie wir das hinkriegen, dass Menschen, die ein höheres Einkommen haben, dann auch netto wirklich ein höheres Einkommen haben. Da ist auch das Thema negative Einkommensteuer eins, was wir diskutieren, weil wir ja auch die verdeckte Armut reduzieren wollen. Da sind wir noch nicht fertig. Da haben wir gerade ein Gutachten fertig. Das kostet natürlich, also allein die verdeckte Armut schon bei den jetzigen Parametern zu verringern, kostet mindestens 10 Milliarden Euro. Also das ist das, was der Staat im Moment spart
daran, dass Leute ihre Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Und wenn wir sagen, Leute, die ein sollen spürbar höheres Einkommen haben, wenn sie erwerbstätig sind, dann kostet das natürlich auch nochmal eine Menge mehr. Je nach Ausgestaltung ist das auch nochmal ein erheblicher Betrag. Da haben wir unterschiedliche Varianten gerechnet. Was wir auch diskutieren, ist die Frage Vermögensprüfung. Weil das war ja ein Punkt jetzt auch bei Corona, dass das gerade bei den Selbstständigen eine Riesenhürde ist bei der Grundsicherungsbeantragung. Also da ist ja das, was in dem Papier von Robert Habeck angedeutet worden, ist ja jetzt gemacht worden. Das Schonvermögen ist deutlich angehoben worden auf 60.000 Euro. Trotzdem ist es immer noch eine massive Hürde für die Betroffenen, gerade für Selbstständige oder Künstlerinnen und Künstler, aber auch für andere gegebenenfalls. Und das Altersvorsorgevermögen muss angeguckt werden. Das soll eigentlich nicht geprüft werden, aber es muss natürlich geprüft werden, ist das Vermögen, Altersvorsorgevermögen oder was anderes. Das ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Und ein Ergebnis des Gutachtens ist, dass der Unterschied zwischen starker Anhebung des Schonvermögens und Abschaffung der Vermögensprüfung gar nicht mehr so groß ist. Deswegen haben wir die Diskussion, ob wir vielleicht die Vermögensprüfung nicht gleich sagen wollen, dass wir die komplett abschaffen. Aber die Diskussion läuft noch. Und ein weiterer Punkt, den wir diskutieren, das hatten wir jetzt vorhin noch gar nicht, ein Kriterium beim Grundeinkommen ist ja die individuelle Leistung, dass Partnerinnen-Partnereinkommen nicht angerechnet wird. Da gibt es einen Länderratsbeschluss aus dem Frühjahr, wo drin steht, dass Partnereinkommen nicht angerechnet werden soll bei der Grundsicherung. Das ist aber in der Partei sehr stark umstritten, ob wir das wirklich machen. Und wir sind jetzt in der Fraktion so weit, dass wir sagen, gut, solange die Leute verheiratet sind, dann auch vom Ehegattensplitting profitieren, solange es das noch gibt, sagen wir bei Ehepaaren, gucken wir auch den Partner an. Aber wenn die Leute nicht verheiratet sind, dann haben wir eine Diskussion darüber, ob wir dann das individuell auszahlen oder ob wir das Partnereinkommen damit berücksichtigen. Das sind mal so ein paar Diskussionen, die wir in der Fraktion noch führen und natürlich auch in der Partei. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für diesen Einblick auch nochmal an der Stelle. Dann würde ich jetzt gerne einmal das Ergebnis unserer Zuschauerbefragung sehen. Mhm. Also sehr geteilte Meinung. Fast die Hälfte möchte, dass wir gleich beim kompletten Grundeinkommen einsteigen. Drunter geht es nicht. Und dann die Frage nach im Grunde Garantiesicherung oder partiellem Grundeinkommen mit 31 und 25% fast gleich auf. Also ich denke, das ist auch eine Debatte, die wir immer noch weiterführen werden müssen. Und die wir auch am letzten Donnerstag, wenn ich mich recht erinnere, schon mit Professor Opielka angeschnitten hatten. Und der so die pragmatische Ansicht hatte, naja, wir können das ja davon abhängig machen, mit wem wir dann hoffentlich in einer Koalition zusammen sind. Und je nach Koalitionspartner lässt sich der eine oder der andere Weg vielleicht leichter realisieren. Nun, jetzt sind wir nicht in Koalitionsverhandlungen, sondern innerparteilich. Und wir müssen eigentlich erstmal rausfinden, welcher Weg lässt sich innerhalb der Partei beim neuen Grundsatzprogramm am besten durchsetzen? Und um das auch jetzt nicht nur, ich unterhalte mich immer gern mit dir, Wolfgang, aber nicht nur unter uns beiden zu diskutieren, gehe ich mal in das Frage-Antwort-Tool und hoffe, dass sich jetzt auch die Zuschauer weiter daran beteiligen. Zwei Fragen haben wir schon und da hier in die Diskussion gehen können. Erste Frage haben wir von Hans-Florian Heuer. Individuelle Bedürfnisse variieren nach Person und biografischer Situation. Die Möglichkeiten der Deckung nach Region. Muss dann nicht jeder einzelne Geldbetrag falsch sein? Wer will das prüfen? Und dann haben wir auch noch einen Kommentar dazu. Es wird eben nicht wirklich geprüft, wie heute bei der Grundsicherung. Es wird klein gerechnet. Und die einen Bedarf haben, haben damit auszukommen. Es ist weder gerecht noch unterstützend, es ist mehr schlecht als recht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, worauf sich der Kommentar bezieht, aber auch die Frage nach regionalen Unterschieden und ob es am Ende reicht, haben wir ja in den letzten zwei Wochen immer wieder diskutiert, aber vielleicht können wir das an der Stelle jetzt nochmal zusammenfassen. Nee, das ist
auch wichtig, weil das auch ein Punkt ist, den wir in der Bundestagsfraktion bei der Entwicklung des Garantiesicherungssystems auch diskutieren und wo wir uns ein bisschen von dem unterscheiden, und zwar tatsächlich auch einheitlich in unserer Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, wo es ja Grundeinkommensbefürworter und Grundeinkommensgegner gibt, einig sind, dass wir sagen, wer ein geringes Einkommen hat zumindest, der muss auch die individuellen Bedarfe, was die Wohnkosten angeht, erstattet kriegen. Robert Habeck hat in seinem Papier angedeutet, dass er gerne bei den Wohnkosten eine pauschalierte Auszahlung möchte. Und das ist eine schwierige Geschichte. Also die Wohnkosten tatsächlich irgendwie regional zu pauschalieren, dann trifft man es trotzdem immer nicht. Und ich glaube, wer ein geringes Einkommen hat, der muss auch die Möglichkeit haben, da auch eine am Bedarf orientierte Leistung zu bekommen. Und die darf dann auch bedürftigkeitsgeprüft sein. Aber das wäre sozusagen ein Grundsicherungsbaustein in so einem Gesamtkonzept von Garantiesicherung. Was man pauschalieren kann, ist der Regelbedarf. Der Regelbedarf ist überall in Deutschland gleich. Das sind jetzt 432 Euro. Der ist, ob in Mecklenburg-Vorpommern oder in Frankfurt am Main oder in Frankfurt an der Oder, der ist überall gleich. Da wird jetzt nur differenziert, ob man ein Paar ist oder nicht. Paare kriegen weniger als als eine alleinstehende Person, also pro Person weniger. Da würde ich persönlich sagen, das sollte gleich sein, aber das ist eine andere Debatte. Aber im Prinzip ist das überall gleich. Und den Betrag, den kann man pauschaliert auszahlen im Rahmen einer negativen Einkommensteuer. Und wir haben in der Bundestagsfraktion eine Idee entwickelt, die wir jetzt noch nicht verabschiedet haben, aber die sozusagen als Idee auf dem Tisch liegt, zu sagen, und Lisa hat das am Montag in der Diskussion zur negativen Einkommensteuer auch angedeutet, dass wir sagen, wir machen eine negative Einkommensteuer, aber nur für Erwerbstätige. Ab einem bestimmten Einkommen, zum Beispiel über der Geringfügigkeitsgrenze, gibt es eine pauschalierte negative Einkommensteuer. Und der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer ist ja auch pauschaliert. Da wird ja auch nicht nach individuellem Bedarf unterschieden, sondern der ist für alle gleich. Und da sind auch Wohnkosten mit drin. Und meines Erachtens ist das für Erwerbstätige, die ja schon ein etwas höheres Einkommen haben, durchaus auch legitim, dann auch im Rahmen einer negativen Einkommensteuer. Und diejenigen, die gar kein Einkommen haben, die sollen die Wohnkosten dann aber auch auf Antrag in der Höhe kriegen, wie sie sie wirklich brauchen. Und Mehrbedarfe sind sowieso zusätzlich, das werden wir ja morgen nochmal ausführlich diskutieren. Klar, Mehrbedarfe müssen sowieso bedarfsorientiert gedeckt sein. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer wieder bei den Fragen zum Grundeinkommen auftauchen. Und darin glaube ich, widersprich mir, wenn das nicht so ist, gibt es auch Einigkeit bei den Grünen, egal ob es eine Grundsicherung oder ein Grundeinkommen sein soll, individuelle Mehrbedarfe müssen immer zusätzlich sein. Ja. Ob man nur den Regelsatz pauschaliert oder ob man ein ganzes Grundeinkommen pauschaliert auszahlt, es wird immer Menschen geben, die individuell mehr brauchen, und das muss bedürftigkeitsgeprüft auch gewährt sein. Und ich finde es eben interessant, also man hätte sowieso immer beide Prinzipien nebeneinander stehen, ein Grundeinkommensblock plus einen bedarfsgeprüften, der allerdings unterschiedlich viele Leute betrifft. Und dieses Einführungsszenario, was ihr da diskutiert im Moment in der Fraktion, ist ja eben, wenn man das jetzt nur für Erwerbstätige erstmal macht, da hat man noch einen sehr großen Teil, der einen individuellen Bedarf hat, aber es wäre eben auch ein möglicher Zwischenschritt, und genau das ist ja auch das Thema heute. Dann gehe ich mal zur nächsten Frage über. Anträge von Gerald Christian fragt: Anträge von Oppositionsparteien sind gut und schön, aber entscheidend ist, was in einer möglichen Regierungsbeteiligung durchgesetzt wird. Die Frage ist, wären die Grünen denn bereit, eine Regierungsbeteiligung nur dann einzugehen, sozusagen das BGE als Conditio sine qua non in der Koalitionsverhandlung zu setzen?
Na, da mag Wolfgang sicherlich noch mehr zu sagen, aber auch ich als nur ganz normale Mitgliedsgrüne würde schon behaupten, da gibt es sicherlich andere Themen, die eher zum Streitpunkt gemacht werden würden, als das Grundeinkommen. Aber Wolfgang, gerne. Also, wir haben ja jetzt erstmal innerparteilich die Debatte, was sind unsere Grundlinien für die nächsten 10 bis 20 Jahre und wollen wir uns in Richtung Grundeinkommen bewegen? Das ist ja noch alles andere als Konsens. In einem Wahlprogramm prognostiziere ich jetzt, egal wie das beim Parteitag aussieht, wird nicht drinstehen, wir wollen das Grundeinkommen in den nächsten 4 Jahren einführen, sondern da werden Dinge drinstehen, wie die Kindergrundsicherung, wie die Garantierente, eventuell sowas, wie ich eben beschrieben habe, negative Einkommensteuer, Regelsatzerhöhung, Sanktionsabschaffung, sodass wir in Koalitionsverhandlungen geht man ja immer mit dem Paket, was dann im Wahlprogramm drinsteht und dann wird man gucken, was man von den einzelnen Bausteinen durchkriegt. Also wir werden da sicherlich nicht reingehen, wir wollen alles durchsetzen, sondern durchaus auch mit dem Bewusstsein, wir werden nicht alles durchsetzen, sondern wir werden in die Richtung kommen können. Und was in der Priorität sicher ganz oben ist, ist die Kindergrundsicherung. Also ich glaube, ohne deutliche Schritte in Richtung Kindergrundsicherung wird keine Koalition zustande kommen. Behaupte ich jetzt mal, auch wenn ich dann noch lange nicht keine Koalitionsverhandlungen führen, aber ich glaube, dass das uns allen auch sehr wichtig ist. Und nach dem Murks, der da, was die Ausgestaltung der Grundrente angeht, die ja keine echte Grundrente ist, werden wir auch da ein paar Stellschrauben drehen müssen, damit sie zumindest unbürokratischer wird und mehr Leute davon profitieren. Da gibt es ein paar technische Hebel, an denen man da drehen kann. Das geht dann halt in Richtung Garantierente. Das ist in unterschiedlichen Konstellationen, Koalitionskonstellationen, wird das mehr oder weniger schwierig. Aber das sind zwei wesentliche Punkte. Und wir werden natürlich auch mit dem, wir wollen Hartz IV überwinden, da weiterkommen. Und dann ist die Frage, ist das nur die Sanktionsfreiheit, die auch wieder je nach Koalitionspartner unterschiedlich durchsetzbar ist, Regelsatzanhebung, auch da glaube ich, ganz ohne werden wir da nicht rausgehen aus den Koalitionsverhandlungen. Und dann ist die Frage, gehen wir halt aber auch noch weiter, schaffen wir es noch weiter in Richtung Garantiesicherung zu kommen. Aber Koalitionsverhandlungen ist nochmal ein eigener Punkt, aber wir werden sicherlich nicht sagen, wir machen Grundeinkommen und ohne Grundeinkommen machen wir keine Koalition. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Das befürchte ich genauso. Jetzt haben wir mehrere Fragen. Eine davon bezieht sich tatsächlich auf das Thema des heutigen Abends. Deswegen nehme ich die mal zunächst. Von Christoph: Kann man das Lohnabstandsgebot mit einer Garantiesicherung wiederherstellen oder wurde das in dem Konzept nicht mitgedacht? Was passiert mit kleinen Einkommen und könnte es sein, dass man mit einer geringeren Transferentzugsrate mehr hätte als Menschen, die knapp über der Anspruchsgrenze verdienen? Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau weiß, was der Unterschied zwischen knapp über der Anspruchsgrenze und kleinen Einkommen sein soll. Meines Erachtens ist das so, dass wenn man eine geringere Transferentzugsrate hat, hat man ein Lohnabstandsgebot wiederhergestellt, aber mit einer 70-prozentigen Transferentzugsrate, so wie sie bei Robert vorgeschlagen ist, ist das nur ein geringer Lohnabstand. Da kann man sich dann fragen, ob das ausreicht, wenn man dann außerhalb des Sozialtransfersystems erstmal mit einer Einkommenssteuer von 14% plus Sozialversicherungen einsteigt, ist das immer noch ein ziemlicher Unterschied. Aber das ist trotzdem besser als heute, wo wir teilweise 80, 90, 100 oder auch über 100% Transferentzug haben. Würde ein maximal 70-prozentiger Transferentzug wenigstens einen minimalen Lohnabstand wiederherstellen. Wenn du das ergänzen möchtest oder anders siehst, dann bitte. Also du hast jetzt einen Teil der Antwort schon genannt. Vielleicht mal kurz zu dem Begriff Lohnabstandsgebot.
gibt es eigentlich nicht mehr. Das gab es früher mal bei der Sozialhilfe. Da ging es um die Höhe der Sozialhilfe. Da gab es eine Regelung, dass die Sozialhilfe nicht höher sein darf als normale Lohneinkommen. Das war das sogenannte Lohnabstandsgebot. Aber natürlich gibt es den politischen Wunsch, umgekehrt zu sagen, dass jemand, der ein Arbeitseinkommen hat, mehr haben soll, wenn er erwerbstätig ist, als wenn man nicht erwerbstätig ist. Und das ist ja ein zentraler Punkt auch in dem Vorschlag von Robert Habeck bei der Garantiesicherung. Du hast es gesagt, jetzt gibt es Anrechnungsraten von bis zu 100% und wenn man verschiedene Sozialleistungen zusammenzieht, teilweise über 100%. Das ist dieses Sägeblatt, was wir in irgendeinem Vortrag auch schon mal gesehen haben. Und der Vorschlag von Robert Habeck ist 70% wäre da schon mal ein Ziel. Dazu muss man sagen, das ist auch schon ziemlich teuer. Und das war meines Erachtens in der Frage auch drin. Dadurch holt man ja noch mehr Leute ins System rein. Und das ist ja ein Dilemma, was ich ja am Anfang schon mal angesprochen habe, was man lösen muss, beziehungsweise innerhalb des Systems nicht lösen kann. Weil, also wenn man die Grundsicherung so verbessert, dass man die Zuverdienstraten, also die Einkommensanrechnung verbessert, hat man mehr Erwerbstätige im System. Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Wir wollen ja möglichst wenig Leute in bedürftigkeitsgeprüften Leistungen haben. Und dann muss man über andere Wege wie negative Einkommensteuer zum Beispiel nachdenken. Ja. Vielen Dank erstmal für diese Antwort. Und dann haben wir hier eine Frage zum Mindestlohn, die sich ja nicht so genau jetzt mit der Garantiesicherung oder Grundeinkommen beschäftigt. Ich nehme sie aber trotzdem mal dran. Ist der Mindestlohn obsolet? Denn dieser ist ja pro Stunde. Hat jemand 0 Stunden, hat er auch 0 Einkommen. Daher hat der Mindestlohn mit Sozial nicht viel zu tun. Also von mir aus ist die Frage, warum haben wir eigentlich einen Mindestlohn? Meines Erachtens ist der falsch begründet. Mit der Frage, dass man damit Vollzeit seine Existenz sichern soll. Das tut man ja heute auch schon nicht. Das tut man in der Großstadt nicht. Das tut man nicht, wenn man eine Familie hat, nicht. Diesen Anspruch wird der Mindestlohn ja auch heute schon nicht gerecht und würde er ja eigentlich auch bei 12 Euro nicht. Trotzdem kann das eine sinnvolle Forderung sein. Meines Erachtens gibt es einen sehr guten Grund für den Mindestlohn im Moment. Denn der ist eigentlich quasi die Frage, was darf der Staat einem zumuten? Und im Moment entscheidet ja nicht jeder Arbeitnehmer selbst, weil wir haben ja noch kein Grundeinkommen, welche Arbeit zumutbar ist, sondern eigentlich im Zweifel das Jobcenter. Und der Mindestlohn ist quasi das Gegengewicht zu der staatlichen Zumutbarkeitsregelung des Jobcenters. Dafür brauchen wir ihn ganz dringend. Hätten wir ein existenzsicherndes Grundeinkommen und damit letztendlich auch das Empowerment, selber zu entscheiden, ob ein Job zumutbar ist oder nicht, würde er diesen Zweck nicht mehr erfüllen. Dann würde es eher darum gehen, ob Löhne unterhalb eines gewissen Niveaus sittenwidrig oder gesellschaftsförderlich sind, ob wir das wollen oder nicht. Aber dann kommen wir in eine ganz andere Argumentation zum Mindestlohn. Ob der überhaupt sozial ist und ob er überhaupt das Ziel hat, kann man aber fragen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch einen Mindestlohn brauchen, selbst wenn es ein Grundeinkommen gibt, weil wir schaffen mit dem Grundeinkommen den Kapitalismus nicht ab und es gibt ungleiche Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen in Deutschland und der Mindestlohn ist eine Maßnahme, um schlicht und einfach Ausbeutung zu verhindern. Und wir sehen das ja jetzt in der Fleischbranche und auch an anderen Bereichen, dass das durchaus an der Tagesordnung ist und das werden wir auch mit einem Grundeinkommen vielleicht etwas abmildern, aber nicht ganz wegkriegen. Das Grundeinkommen stärkt die Verhandlungsmacht der Einzelnen, stärkt meines Erachtens auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Insofern nützt es auch, was die Lohnbindung angeht. Aber ich glaube, so ein Mindestniveau braucht man auch. Was aber auch richtig ist, möglicherweise würde sich, wenn man ein Grundeinkommen einführt, sich die Frage nochmal anders stellen. Bei der Garantiesicherung ist das nochmal ein anderer Punkt, weil es kein Grundeinkommen in dem Sinne ist wie ein echtes Grundeinkommen. Aber auch da gibt es eine Stärkung der Verhandlungsmacht
macht. Aber es gibt natürlich auch den Punkt, dass so die Kombination aus Mindestbetrag und geringem Einkommen dazu führt, dass es sein kann, dass Löhne auch gedrückt werden. Auch das ist ein Grund für einen Mindestlohn, weswegen ich eigentlich, bevor der Mindestlohn eingeführt worden ist, immer gesagt habe, der Mindestlohn ist eine Voraussetzung für ein Grundeinkommen. Jetzt gibt es den Mindestlohn, könnte man auch den nächsten Schritt gehen. Aber was auch vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, der in der Fragestellung auch drin ist, diese Vergleiche, jemand ist vollzeiterwerbstätig und kriegt einen Mindestlohn und das wird dann mit Grundsicherung verglichen oder noch schlimmer, 45 Jahre vollzeiterwerbstätig reicht nicht für eine Rente. Das unterstellt dann immer so einen Normalerwerbsverlauf und da finde ich immer, dass das hinkt, der Vergleich, weil in der Tat der Stundenlohn ist, der Mindestlohn ist pro Stunde. Da geht es darum, wie wird die Leistung vernünftig honoriert, Stichwort Ausbeutung. Das andere ist Existenzsicherung. Im jetzigen System finde ich das richtig zu sagen, wer Vollzeit tätig ist, der soll ein Einkommen haben, wo man nicht zusätzlich auf bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen Anspruch haben sollte. Also den Anspruch finde ich richtig. Beim Grundeinkommen würde sich das vielleicht nochmal anders stellen, aber bei der Garantiesicherung schon nicht mehr, weil die Garantiesicherung ist ja auch einkommensabhängig. Und da würde ich eigentlich auch sagen, wer vollzeiterwerbstätig ist, sollte möglichst nicht mehr in dem Garantiesicherungsbereich drin sein oder zumindest weitgehend nicht mehr drin sein. Gut, dann haben wir noch eine ganz konkrete Frage zur Garantiesicherung. Und zwar bei dem aktuell diskutierten Konzept, wie würden die Studierenden erfasst werden? Würden die auch noch die Garantiesicherung erhalten, zum Beispiel wenn sie über der Regelstudienzeit liegen oder bleibt das BAföG unverändert? Also in dem Grundkonzept, so wie es Robert Habeck vorschlägt und so finde ich das eigentlich auch, würde das BAföG in der Garantiesicherung aufgehen. Wir haben aber, was die Studierenden angeht, noch einen Zusatzpunkt, dass wir sagen, Studierende kriegen jetzt zum Beispiel Kindergeld. Beziehungsweise nicht die Studierenden selbst, sondern die Eltern kriegen Kindergeld oder können den Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen. Und da sagen wir im Rahmen unseres Kindergrundsicherungskonzepts, dass das umgewandelt werden soll in eine Leistung, die Studierenden direkt bekommen. Und das einkommensunabhängig und elternunabhängig. Also wir nennen das Zwei-Säulen-Modell, sodass zumindest bei Studierenden, dann aber bis zu der Altersgrenze, die es jetzt gibt, es einen einkommensunabhängigen Sockel geben soll, der schon sowas wie Grundeinkommen, nein, der ist eine Art Grundeinkommen für Studierende, aber halt dann beschränkt auf die Zeit und das, was man zusätzlich braucht, das wäre aber dann ein Teil, der in der Garantiesicherung drin ist und Studierende, die älter sind oder über der Regelstudienzeit sind, die würden dann auch die Garantiesicherung in Anspruch nehmen können. Okay, dann wäre zumindest diese Gruppe schon mal versorgt. Dann haben wir hier eine Frage an dich, Wolfgang, ganz konkret. Wie stehst du dazu, dass unsere Sozialsysteme in der heutigen Form nicht mehr lange durchhalten werden? Also jetzt nochmal vom Hier und Jetzt ausgedacht. Weder Garantiesicherung noch Grundeinkommen. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden über die Arbeitsentgelte getragen. Durch Rationalisierung und Digitalisierung wird es nach Meinung von Wolfried Pauli immer weniger Erwerbstätige geben, die in die Systeme einzahlen. Also wir brauchen insgesamt eine breitere Finanzierung. Grundeinkommen oder Garantiesicherung sind ja steuerfinanzierte Systeme und da braucht man eine breitere Steuerbasis. Die Debatte hatten wir ja auch schon mit Lisa Paus. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen die Abschaffung der Abgeltungssteuer, damit Vermögen wieder vernünftig besteuert werden. Wir brauchen nach meinem Dafürhalten auch eine Vermögensteuer, eine höhere Erbschaftssteuer, um da mehr Einnahmen hinzukriegen. Wir müssen aber auch bei den Sozialversicherungen gucken, dass wir da die Einnahmebasis verbreitern. Stichwort Bürgerversicherung, was ja nicht nur bedeutet, dass alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen, sondern auch auf alle Einkommensarten einzahlen, eben auch auf Vermögenseinkommen. Und dadurch hat man eine breitere Finanzierung. Und die Finanzierung sollte möglichst breit sein, damit wir halt die Veränderungen, Digitalisierung, Demografie halt tatsächlich möglichst nachhaltig dann auch hinkriegen.
Gut, ich würde jetzt noch eine Frage, die sich auch konkret auf die Garantiesicherung bezieht, in dem jetzigen Prozess nehmen. Und weitere Fragen, die teilweise auch eher etwas philosophischer Natur sind, in die anschließende Diskussion noch mit reinnehmen und dich dann gleich nach der Antwort von der nächsten Frage vielleicht auch um ein kurzes Schlussstatement noch bitten. Also jetzt letzte Frage im offiziellen Teil. Wenn eine Garantiesicherung sicherlich mehr in Richtung Grundeinkommen geht als das, was wir bisher haben, schieben wir durch solche halbgaren Zwischenschritte nicht das BGE immer weiter hinaus? Also eine taktische Frage, strategische Frage. Das ist die alte Diskussion von Reform oder Revolution. Ich bin da eher auf der Reformseite. Also ein gutes Garantiesicherungskonzept fände ich eine sehr gute Geschichte, weil es halt einfach für die Menschen gut ist. Ich diskutiere aber weiter über Grundeinkommen als grundsätzliche Vorstellung, wie Gesellschaft organisiert sein sollte. Also diese philosophische Debatte, die du eben schon angedeutet hast, ist auch eine wichtige. Also will ich gar nicht kleinreden, aber realpolitisch muss man natürlich auch positive Veränderungen für die Menschen haben. Und wenn es uns wirklich gelingt, Hartz IV zu überwinden und ein neues Garantiesicherungssystem einzuführen, wäre das eine großartige Geschichte, aber es muss richtig gemacht sein. Also nur Regelsatzanhebung, Sanktionsfreiheit reicht eben nicht aus, weil das wird A, schwierig sein durchzusetzen, weil es die Probleme gibt, die eben angesprochen worden sind und weil es halt die entsprechenden Widerstände gibt. Also ich glaube, wir brauchen den Systemwechsel. Und weil du ja auch nochmal Richtung Schlusswort, ich glaube, wenn wir sagen, wir brauchen den Systemwechsel, dann ist jetzt dieser Parteitag, den wir vor uns haben, das Grundsatzprogramm, wirklich ganz entscheidend dafür, auch wie die Garantiesicherung ausgestaltet wird. Also wenn wir das wirklich sagen bei dem Parteitag, wir wollen in Richtung Grundeinkommen gehen oder uns zumindest auf gemeinsame Ziele, die in einem Grundeinkommen entsprechen, einigen können, dann sind wir ja auch gezwungen, die Garantiesicherung so zu gestalten, dass sie in Richtung Grundeinkommen geht. Das kann dann ruhig nach dem Bausteinprinzip sein, teilweise Grundeinkommensbausteine, teilweise Grundsicherungsbausteine. Aber dann haben wir die Chance, tatsächlich den Systemwechsel hinzukriegen und damit nicht nur so zu tun, als wollen wir Hartz IV überwinden, sondern tatsächlich Hartz IV überwinden und ein neues System aufbauen. Okay, wunderbar. Das ist doch schon ein sehr schönes Schlusswort gegeben. Ich fasse es nochmal zusammen. Revolution vielleicht erstmal in der Partei auf diesem Parteitag und das Wort Grundeinkommen reinbringen. Dafür alle Kraft voraus. Ihr dürft euch bis morgen noch alle am Beteiligungsgrün einbringen, dass da möglichst viele Vorschläge zum Grundeinkommen reingehen und dann alle, die sich jetzt bei den Veranstaltungen angemeldet haben, können sich natürlich auch gerne auf unseren Infolisten E-Mail-Verteiler eintragen, damit sie dann up-to-date sind, wenn es in die nächste Phase des Grundsatzprogramms geht und wenn es dann auch um die heiße Phase Richtung Oktober, November Entscheidung auf dem Bundesparteitag geht. Da wird dann nochmal viel diskutiert werden, hoffentlich auch über das Grundeinkommen, um dann zu entscheiden, wie in welche Richtung geht es bei den Grünen erstmal weiter, um das dann natürlich auch in die Gesellschaft zu tragen. Dann lade ich euch nochmal herzlich ein zu der morgigen Veranstaltung Grundeinkommen als Zukunft der Inklusion mit Corinna Röfer und Katrin Langensiepen aus dem Europaparlament und dem Bundestag. Das wird sicherlich auch ein sehr spannendes Gespräch. Dazu haben wir auch schon sehr viele Anmeldungen, aber trotzdem immer noch offen, kommt gerne mit dazu. Alle, die sich hier im Zoom angemeldet haben, sind herzlich willkommen auch noch in der weiteren Diskussionen teilzunehmen. Wir haben da noch ein paar offene Fragen, die wir jetzt gleich noch weiter diskutieren werden. Den offiziellen Teil möchte ich aber jetzt hiermit erstmal beenden. Schönen Abend allen, die uns zugesehen haben, und den Livestream und die Aufzeichnung würden wir dann jetzt hier an dieser Stelle erstmal abschließen.